Hi Freunde, Myrolox hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen Podcast in der 18. Ausgabe, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste die 18. Ausgabe sein oder die 17. oder die 19. Man weiß es nicht. Und heute beschäftigen wir uns, wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel oder in der Thumbnail gesehen habt, mit Kopfgeldern. Kopfgelder an sich natürlich ein interessantes Thema. Und wir besprechen heute nach aktuellem Stand, den wir im Wano Kuni haben, die 20 höchsten Kopfgelder, so ein bisschen wie die zustande kamen, was das Kopfgeld aussagt, beziehungsweise auch einfach über die Charaktere kurz reden und dann halt so mal die krassesten Leute dahingehend besprechen in aller Ruhe. Genau, so, und wichtig ist noch zu sagen, das sind die Kopfgelder, die wir wirklich vorliegen haben von Oda. Das sind nicht, es ist klar, dass Shanks höchstwahrscheinlich auch in den Top 20 sein wird, aber wir wissen sein Kopfgeld nicht. Und deswegen, nur die Kopfgelder, die wir haben. Und auf Platz 20, um direkt anzufangen, ist der gute Pedro, der sich ja geopfert hat auf Whole Cake Island, zum Gunsten von Ruffy und alles, dass sie entkommen konnten und so. Und ich hoffe auch ganz ehrlich, dass der Tod bleibt, so, weil, okay, er hatte auch keine Lebenszeit mehr übrig und so. Deswegen, sein Tod war eigentlich, es war klug eingesetzt von Oda, so, auch wenn es irgendwie, also mich hat es so gefühlt null emotional mitgenommen, aber er hatte damals, wie gesagt, eine Piratenbande sogar. Er ist ja damals schon mal gegen Big Mom er war da mit dem Bruder von Beppo, der Seppo hieß, und der hat da sein Leben geopfert, und ihm wurde letztendlich die Lebenszeit genommen. Ich glaube, 50 Jahre wurde ihn abgezogen, den guten Pedro, und deswegen, seine Zeit war eh schon zu Ende, mehr oder weniger. Und deswegen, sich zu opfern, war ein kluger Schachzug dort. Deswegen, er wusste von vornherein, glaube ich, dass es für ihn so ein One-Way-Ticket ist nach Whole Cake Island. Weil er, glaube ich, schon vorhatte, sich da irgendwie, zugunsten der Allianz oder zugunsten des Ganzen da zu opfern. Wie kann das Kopfgeld von 382 Millionen Barry Kopfgeld. Wie ist das zustande gekommen? Einfach, ja, wie gesagt, er hatte damals eine Piratenbande in der neuen Welt. Es gibt sogar Theorien, dass er unter Kaido gesegelt ist und sonstiges. Das sind echte Theorien, die es gibt inzwischen. Habe ich auch in einem Video, glaube ich, letztens mal angesprochen, so dass mit Carrot, dass sie eine Verräterin ist und so, dass es gehört da alles mit dazu. Was natürlich noch ein bisschen, man ist nicht bestätigt, ist nur eine Theorie. Aber auf jeden Fall Platz 20 mit 382 Millionen. Wen es interessiert, darunter wäre Scratchman, also Platz 21 wäre Scratchman der Pooh gewesen mit 350, nur mal so am Rande. Das ist ein aktuelles, aber mit 382 ist Pedro höher und ja. Also man kann schon davon ausgehen, dass Scratchman Apo auf jeden Fall nochmal ein höheres bekommt, weil bei Pedro, selbst wenn er überlebt haben sollte, wovon man stark ausgehen kann, dass es aber nicht so ist, wird sein Kopfgeld auch nicht mehr ansteigen, weil er halt einfach schon von der Bildfläche verschwunden ist. 50 Jahre Lebenszeit hat er weggezogen bekommen, als er 27 war, so, von daher ist eigentlich relativ klar, dass da nicht mehr viel Zeit übrig ist. Das war ja auch die Thematik, dass er da sein Auge geopfert hat, um nochmal ein paar Jahre gut zu machen und so. Aber das ist halt wirklich ein Charakter, wo man davon ausgehen kann, dass das Kopfgeld da nicht nochmal extra steigt. Der nächste Charakter, richtig interessant, und zwar Jinbei. Jinbei ist ja jetzt offiziell ein Strohmitglied, einer der sieben Samurai damals gewesen und definitiv einer der krassesten Charaktere, gerade im Fischmenschensektor wohl mit der heftigste. Und er hat ein aktuelles Kopfgeld von 438 Millionen. Damals war es wirklich eins der höchsten Kopfgelder. Er war ja auch derjenige, der dann gesagt hat zu Ruffy, dass ab 400 Millionen Barry die Kopfgelder sehr schwierig ansteigen. Später hat man dann gemerkt, dass das für Ruffy doch nicht so ein großes Problem mehr darstellen sollte. Aber Jinbei, 438 Millionen, ist richtig krass, weil in dem Moment, wo er in die Crew gekommen ist, er einfach mal Sanji und Zoro bei Weitem abgehängt hat. Deswegen das auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Aber er hat das Kopfgeld auch absolut zu Recht, muss man sagen. Ja, er ist ja schon lange in der neuen Welt unterwegs und so. Er hat sich ja schon Namen gemacht. War einer der Samurai und so. Deswegen, also er ist schon echt nicht ohne und auch stärketechnisch, glaube ich. Und jetzt halt die Frage, was ist passiert mit Whole Cake Island? Wie wird er wiederkommen? Und wird nach dem ganzen Kram, also auch, ja, okay, nach Whole Cake Island ist er ja nicht angestiegen, so von dem wir wissen. Das ist aber sein aktuelles Kopfgeld mit 438. Da ist die Frage, yes, ob das nochmal ansteigt jetzt so. Ich könnte mir vorstellen, auf Wano Kuni, wenn er dabei ist und gegen Jack seinen Kampf hat und sonstiges, dass das dann auch bekannt ist und dass er auch so auf über 500 ansteigt. Das wäre auf jeden Fall gerecht. Jinbei ist einfach ein Monster, kann man nicht anders sagen. Was mich aber überrascht, ist der nächste Platz.
Ja, ganz kurz vielleicht auch noch dazu. Ist ja auch bei Jinbei so, dass sein Kopfgeld ja auch eine Zeit lang eingefroren war, als er im 7-Samurai-Status war. Danach war ja seine Zugehörigkeit ein bisschen ungeklärt. Klar, er war bei Big Mom, aber ja auch eher verdeckt, weil er dann ja halt anderen Kram erstmal gemacht hat. Und ja, deswegen ist ja jetzt eigentlich die Chance ganz cool. Ich finde Jinbei cool, der so ein 500-Millionen-Kopfgeld hätte. Ja, würde auch passen ganz ehrlich zu ihm. Also ich... oder konnte das einfach nur nicht so machen jetzt. So, jetzt haben wir auf der Liste hier... Tamago, du hast es auch da stehen, die gleiche Liste, ne? Und Tamago hat aber weniger. Tamago hat... Ja, ja, das vor dem Podcast habe ich das noch kurz erwähnt, so, hä, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja. Tamago hat mit 429 Millionen irgendwie ein bisschen weniger. Ja, okay, es ist eigentlich aber eine Liste... gehört trotzdem in die Liste ja, rein. Genau, also eigentlich kommt jetzt das Jinbei und Tamago ist unter Pedro, was auch passen würde, weil die beiden hatten ja so eine Rivalität auch, Tamago und Pedro, dass die auch kopfgeldtechnisch in One Piece so am dichtesten dran sind, so platztechnisch. Also eigentlich wäre dann Platz 19 Tamago gewesen und Jinbei ja, Platz 18. Aber Tamago nochmal hat 429 Millionen Berry Kopfgeld. Meiner Meinung nach eigentlich ein bisschen wenig so, weil er ist meiner Meinung nach auch von der Big Mom Piratenbande schon einer der krassesten so. Also wirklich, würde ich so jetzt sagen, natürlich die Süßigkeitenkommandanten, die ja wirklich die Kaiserkommandanten auch sind, dass sie sich so bei 1 Milliarde irgendwo um und bei einpendeln, ist in Ordnung. Aber Tamago, ja, würde ich schon so einschätzen als einer direkt unter den Kaiserkommandanten so. Und dafür eigentlich nur 429, ist ein bisschen wenig so. Wenn man mal, ja okay, doch, eigentlich ist es vielleicht gerecht. Wir haben ihn aber gesehen, er ist ziemlich schnell, er ist ziemlich krass, gerade mit seiner Frucht, so dass er immer wieder sozusagen aus dem Ei schlüpft und so, wie das funktioniert, wissen wir nicht genau, aber er ist schon lange bei Big Mom, so wie es scheint. Ja, und das auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall ernst nehmen, den Typen. Ist der eigentlich jetzt auf dem Schiff? Ich habe ihn nicht gesehen, dass er jetzt gerade auf Wano Kuni mit am Start ist. Hast du ihn gesehen? Nee, habe ich auch nicht. Also man hat nur... also eigentlich nur 3 bekannte Charaktere gesehen, die wirklich auch eine Rolle in Whole Cake Island Arc hatten. Ja. Also die Süßigkeitenkommandantin und dann halt noch die 2 Handlanger dazu. Aber der Rest war halt, ja, mehr so am Rande. Ja, genau. Also Tamago war da nicht mit dabei, glaube ich. Ich muss auch sagen, ich fand, dass der Charakter halt am Anfang, also der hatte ja schon früher mal einen Auftritt gehabt, also der erste Auftritt war ja eigentlich schon relativ früh in One Piece und da dachte man sich immer, ja, okay, der wird schon nicht so krass sein, aber dann hat sich halt echt noch herausgestellt, dass der echt einiges drauf hat. Deswegen an sich, das Kopfgeld ist schon gerechtfertigt, ja. Finde ich, für die Leistung, die er bringt, ist schon in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, da haben wir ja. Platz 16, willst du den machen? Ja, genau, also Platz 16, einer der geilsten Charaktere überhaupt, und zwar Justus, Captain Kidd, einer der schlimmsten Generationen und wohl so der... Ja, der Top-Favorit, wenn es darum geht, mit Ruffy auf einer Stufe zu stehen, von der schlimmsten Generation zumindest. Aktuell ist sein Kopfgeld 470 Millionen, es wurde aber schon eine Weile nicht mehr aktualisiert, also sein Kopfgeld wird definitiv nach dem Wano Kuni-Arc ansteigen, unabhängig davon, wie groß jetzt seine Rolle ist, aber sofern er da überhaupt irgendwie eine Anteilnahme hat, wird da sein Kopfgeld auch nochmal ansteigen. Er hatte ja auch damals bei auf dem Sabaody-Archipel war er derjenige mit den mit Abstand höchsten Kopfgeld, weil er auch einfach extrem brutal ist, einfach unschuldige Leute hinrichtet und deswegen ja kann man schon davon ausgehen, dass ein Justus Kidd auf jeden Fall noch einen kräftigen Kopfgeldanstieg hat. Er hat ja jetzt auch gezeigt, dass er, also man weiß ja jetzt auch, dass er Königshaki hat und so weiter und so fort. All diese Aspekte, wenn die wirklich ans Tageslicht kommen, dann ist klar. Also Kidd ist auf jeden Fall ein Kandidat aus der Liste, wo man schon davon ausgehen kann, dass er auf über 1 Milliarde im Laufe der Geschichte ansteigen wird. Wir werden auch später noch Charaktere haben, die zwar ein höheres Kopfgeld haben, aber nicht mehr diese Grenze höchstwahrscheinlich sprengen werden. Und ich denke, Kidd ist da aber wirklich ein Charakter, der es definitiv machen wird. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich hatte mit fast jedem Kaiser, also hatte wie gesagt mit Shanks, mit Big Mom und jetzt Kaido zu tun und hat alles überlebt. Allein das sollte ich ihn schon ansteigen lassen. 470, ich weiß nicht mehr genau, wann das revealed wurde. Es steht hier als aktuell, aber weil es einfach das, ja, das ist, was wir zuletzt hatten von ihm. Deswegen ist auch noch ein bisschen unklar. Es kann jetzt schon höher sein, oder? Ich denke, das. Oder ist es ja. Jetzt aktuell? Aktuell aus Wano hatten wir noch nicht sein Kopfgeld bekommen. Ja, das war zwar nach einem Timeskip quasi, also dieser Wechsel ja, ja. Zwischen den. Wo man die auf der Insel gesehen hat, zwischen da, ne? Der Zeit. Genau, aber. Aber das Kopfgeld war ja, also es ist relativ aktuell, muss man sagen, aber dazwischen ist ja auch noch viel passiert, so. Also, da wird auf jeden Fall noch ein Anstieg kommen. Genau, aber wie gesagt, ich finde auch an sich, wenn man das mal vergleicht, so, er war damals einfach das Höchste und jetzt Ruffy mit 1,5, ey, das ist nicht normal, ey. Das ist so krass. Ja, deswegen, Justus Kidd auf jeden Fall heftig und jetzt haben wir noch jemanden, dessen Kopfgeld gerade eingefroren ist und zwar von einem der 7 Samurai der Meere. Und zwar Erdrosch Wiebel.
Und das ist schon krass, weil der hatte schon, bevor jetzt einer der sieben Samurai der Meere ist, hatte er ein Kopfgeld von 480, also noch 10 mehr als Kid. Der ist richtig krass. Also der soll so stark sein. Und ich glaube auch, dass die Schrotpiratenbande irgendwann jetzt demnächst auf ihn trifft irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass es nach Wano Kuni erst stattfinden wird. Weil einfach vielleicht, also der Gegner ist schon ziemlich wichtig und ziemlich stark auch. Also der soll richtig, richtig mächtig sein. Und es wird auch in der Zeitung von ihm gewarnt. Da ist so ein Bild von ihm, wo Warning steht, so, weil er gerade Amok läuft irgendwie wahrscheinlich. Also die Frage, ob er überhaupt, jetzt ist er überhaupt noch einer der sieben Samurai der Meere, wenn er so viel Scheiße baut und so, weil die können auch nicht, also selbst wenn sie von der Weltregierung geschützt werden, glaube ich, dass sie trotzdem nicht da einfach, ja, von der Weltregierung geschützte Länder einfach abschlachten kann und alles so, dann verliert er auch seinen Titel so. Und das ist, glaube ich, dann auch irgendwann zu viel. 480, also ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also wie lang ist er jetzt schon einer sieben Samurai? Er hat ja auch Sefi den Arm abgeschnitten und so. Und das ist die Frage, wie lange ist er jetzt schon seit den 2 Jahren einer der sieben Samurai? Er hat die Whitebeard-Kommandanten da ganz viele von getötet noch. Und ich kann mir vorstellen, dass dass nach Wano Kuni vielleicht auf diese Sphinx-Insel geht, wo in der Nähe Whitebeard so ein Ace sein Grab ist, wo dann Ruffy hingeht, um nochmal Ace Grab zu sehen und so. Was ihm Neko Mushi sagen wird, so höchstwahrscheinlich, weil er das von Marco erfahren hat, das wäre für mich so am plausibelsten. Und dass denn dort eventuell Edward Weal schon über die Insel, über die Sphinx-Insel, über ja, Whitebeards Heimatland hinhergefallen ist, weißt du? Dass sie dann da gegen ihn kämpfen werden und dass es da eventuell dann zu dem großen Clash kommt. Da ist die Frage, kann man das ernst nehmen mit auf dem Level eines jungen Whitebeards? Das ist immer natürlich so leicht gesagt, aber ich weiß nicht, das ist dann ja schon Kaiserniveau. Das ist ja nicht jetzt so weit hergeholt. Der wäre dann stärketechnisch so Kaiserlevel. So, wenn selbst so ein Kizaru ihn in der Primetime mit dem ehemaligen Kaiser vergleicht, so, weißt du, das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall, weil man muss ja auch sagen, dass eigentlich jeder Charakter, der irgendwie ein heftiges Stärkelevel in One Piece hat, sagt immer, dass Whitebeard der krasseste war. Kaido auch so voll erstaunt, dass Whitebeard sterben konnte. Big Mom hat ja auch gesagt, an der einen Stelle, wo sie meinte, ich könnte, wenn ich die Riesen auf meiner Seite hätte, könnte ich, wäre ich in der Lage, Kaido zu besiegen, wäre ich in der Lage, Shanks zu besiegen und ich wäre sogar in der Lage, Whitebeard zu besiegen, also oder zu übertreffen. So, und man weiß ja auch, Whitebeard war das absolute Maß aller Dinge. Und deswegen, ein junger Whitebeard, die Stärke ist da auf jeden Fall richtig krass. Das Kopfgeld, wie gesagt, überhaupt nicht dem Stärkelevel entsprechend, aber das liegt halt wirklich daran, weil der sehr, sehr lange schon in den 7-Samurai-Status wahrscheinlich ist und dadurch das Kopfgeld nicht mehr so, ja, sich so widerspiegeln lässt. Also ich glaube, Edward Weevil ist wirklich schon eine richtige Hausnummer. Ich glaube, der ist so, so stark und für mich auch ein Charakter, der wirklich als 7 Samurai, also das ist für mich kein Charakter, der irgendwie aus dem Status zurücktreten wird oder so. Ich glaube, das ist wirklich ein Charakter, der da den 7-Samurai-Status bis zum Ende seiner Storyline quasi behalten wird. Meinst du? Ja, okay. Könnte natürlich auch sein. Ich glaube schon. Es ist halt die Frage, ob das mit der Abschaffung der 7 Samurai, wie ernst das gemeint ist, ob das durchgezogen wird und so, weißt du, was ja auch Fujitora ja, und so ja, auf dem Zettel hat. Ja, dann, ja. Ist halt die Frage. So. Nächster Platz ist Law. Der hat 500, also glatt 500 Millionen Berry Kopfgeld, sein aktuelles Kopfgeld. Ja, ich weiß nicht, also er war halt auch einer 7 Samurai, so, da war sein Kopfgeld auch eingefroren in der Zeit und so. Also er hätte vielleicht schon ein bisschen mehr gehabt, vielleicht so um die 600 wäre das in der Zeit nicht eingefroren gewesen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist sein Kopfgeld aber eigentlich noch ein bisschen zu wenig für seine Fähigkeiten, die er hat. So. Also was er alles machen kann, alleine mit der Unsterblichkeit und so, weil die Weltregierung hat ja auch ein Interesse an dieser Frucht. Das hat ja Doflamingo auch gesagt. Und dafür hat er eigentlich ein bisschen zu wenig so, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn sie ihn schnappen würden, wären sie auch in der Lage dazu, die Teufelsfrucht zu kriegen. Weil wenn sie ihn töten und dann irgendwie mit der Technik oder beziehungsweise mit der nächstgelegenen Frucht so dann auch die Kraft zu kriegen, diese Teufelsfrucht, weil oder ihn zu zwingen, dass sie ihn irgendwie unsterblich machen. Irgendwie sowas. Die wollen irgendwie ihn haben wegen der Frucht, weil in Verbindung mit der Frucht und das Wissen über den Schatz von Mary Joa, soll man unnatürliche Kräfte haben oder sonstiges. So hat das Doflamingo in der Art irgendwie gesagt. Das ist die Frage, wie genau ist das zu verstehen und wie wichtig ist das? Natürlich für das, was Law gemacht hat, und er hat sich ja auch teilweise oft lange zurückgezogen in der neuen Welt, da auf Punk Hazard und so, sind die 500 schon in Ordnung, sag ich mal. Und er war auch bei Whole Cake Island nicht mit involviert, deswegen ist das jetzt auch nicht angestiegen. Aber wenn das Ganze da auf Wano Kuni glimpflich abläuft und er auch noch überlebt und nicht irgendwie stirbt, weil er irgendwie jemanden die Unsterblichkeit gibt oder sonstiges oder weil er irgendwie sonst so wie drauf geht, weil letztes Chapter 950 war schon ziemlich, er ist ja nun mal gerade im Gefängnis, so. Das war schon heftig, ihn da zu sehen. So. Ja. Und deswegen, es kann sein, also wenn er das Ganze überlebt dort und das Ganze mit Big Mom und
Orochi und Kaido über Bord geht da alles und die das schaffen, das Land zu befreien von den Tyrannen, Alter, dann geht das Kopfgeld, also dann wünsche ich mir, dass das Kopfgeld auch so in Richtung 1 Milliarde geht. Also das wäre auch dann wirklich gerecht. Ja, ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, dass so ein Lore, ich meine, die 500 Millionen sind ja entstanden nach dem Dressrosa-Arc, da hat ja Ruffy einen Anstieg bekommen und Lore und beide hatten dann 500 Millionen und deswegen wäre jetzt ein neuer Anstieg definitiv gerechtfertigt. Ich meine, man sieht ja auch schon, der wird in Wano Kuni wieder eine wichtige Rolle spielen und ursprünglich war ja auch sein Ziel der Allianz mit Ruffy, dass man Kaido stürzt und ich meine, wenn dieses Allianzziel, das ursprüngliche Ziel erfüllt wird, dann ist ja auch klar, dass er als, ja, als eine Part, also als ein Part der Allianz da definitiv auch ein Stück vom Kuchen abbekommen wird, im Sinne dessen, dass das Kopfgeld ansteigt. Und dann glaube ich schon, dass wir uns da nicht um einen, also, ich meine, wenn er wirklich seinen gerechten Part davon bekommt, wir wissen, was das letzte Mal mit Ruffy passiert ist, obwohl er in Kaiser nur, sag ich mal, großen Schaden zugefügt hat, aber also großen Schaden an den Kaiser an sich quasi, dann kann man dann schon davon ausgehen, dass es auf jeden Fall in die Richtung von 1 Milliarde geht. Also ich würde es mir wünschen, zumindest. Ja, also Law ist schon ein geiler Charakter, ich feiere ihn auch einfach richtig so. Aber er ist gleich auf mit einem bestimmten Charakter. Charakter. Also gleich auf mit einem ehemaligen Kopfgeld, das ist wichtig zu erwähnen. Also auch 500 Millionen Berry Kopfgeld und ein paar Schlitzohren von euch werden das schon wissen. Und zwar Charlotte Linden, a.k.a. Big Mom, die damals, also da war sie wie alt? Also da war sie, ich glaube, 10 oder so. Das war nach dem also, ein kleines Kind auf jeden Fall. Ja, ein kleiner Timeskip war da. Sie war da damals, glaube ich, wie alt war sie? 6 oder so, wo sie da die Frucht bekommen hat und die Kinder aufgefressen hat und den Riesen gewonnen-hittet hat. Also das war schon heftig. So. Das war einfach schon heftig. Und ja. Dann war ein kleiner Timeskip so, wo man sie dann gesehen hat mit ihrer Geschichte, wie sie zu Tyrannen wurde, so, weil sie einfach immer nur essen wollte und einfach alles. Sie wollte, also eigentlich sind ihre Motive ja nicht mal so schlecht, aber natürlich hat sie dann auch einfach Marinesoldaten weggehauen und sonstiges. Und da hatte sie als kleines Kind schon 500 Millionen. Also das ist doch unfassbar. Also das glaube ich, ist es der jüngste, das, also von dem jüngsten Charakter das höchste Kopfgeld, würde ich fast schon sagen, oder? Wen haben wir noch? Mhm. Ja, das ist das. Also wir haben keinen jüngeren Charakter. Man hat ja schon gesehen, dass sie schon als ganz, ganz kleines Kind, er hat das ja schon mit so einem 50 Millionen Kopfgeld angefangen und dann danach wurde das quasi auf 500 Millionen einfach straight angehoben. Also für die Leute, die das interessiert, das ist auch nochmal ein Kapitel 868 hinterlegt, aber wie gesagt, es ist halt so krass zu sehen, dass Big Mom halt als Kind schon eine so brachiale Macht hat. Ich meine, 500 Millionen, da muss man sich mal vorstellen, die Weltregierung hat entschieden, dass Lore und Ruffy, die ein Königreich befreit haben, aus den Fängen eines der 7 Samurai-Mitglieder, die gegen einen Admiral gekämpft haben, gegen Fujitora in dem Sinne, wenn auch mehr indirekt als direkt, so, und die da halt richtig für Furore gesorgt haben, dass die einfach ein Kopfgeld von 500 Millionen haben und dann hat man halt so ein Kind, was auch einfach 500 Millionen hat. Ja, das ist ja noch nicht mal alles. Das zeigt ja schon, also, wie krass Big Mom da ist. Also guck mal, Ruffy ist der Sohn von Dragon. Er hat ein D im Namen, er hat Königshaki, er hat auf dem Marineford da für Aufruhr gesorgt und hat alles gemacht, hat die Weltregierung auf Enies Lobby angegriffen, all das hat ihn zu 500 gebracht, das war einfach so ein, das waren so viele Schritte, so viele kriminelle Sachen, also wenn man das aus der Sicht der Weltregierung betrachtet, hat er gemacht und dafür 500 und dann sehen wir ein kleines Kind irgendwie Flashback-mäßig, beziehungsweise ja, war ja ein Flashback, 500 so, also das, hey, das ist unnormal so, also das ist einfach krass so, deswegen ich glaube, Big Mom ist ein komplettes Monster. So. Also was Stärke angeht, das liegt, glaube ich, noch immer hinter unserer Vorstellungskraft, was die eigentlich kann jetzt gerade. Und deswegen ist eigentlich noch utopisch zu sagen, dass Ruffy da irgendwie andersweise eine Chance hat gegen Kaido oder Big Mom. Das ist albern, glaube ich. Ich glaube, das sind doch mal so Welten, wenn sie als kleines Kind, das ist ja das ist unnormal. Sie war ja, ist ja dann 10 Jahre vor Ruffy. So. Diesen kleinen Schlagabtausch, den man dann von Big Mom schon mal gesehen hat und so. Es ist so egal, Big Mom hält da einfach ihre Hand hin und wehrt alles ab. Es ist so egal, welche Attacke kommt, so. Und auch einfach, dass ein Charakter, der da einfach nur steht, dass da einfach von Capone gesagt wird, ja, Leute, die Haut kann man nicht durchdringen, geht einfach nicht so. Man muss so einen emotionalen Schock hervorrufen, um irgendwie einen Hauch einer Verletzung hervorführen zu können. Das ist halt so krank, weißt du? Ich meine,
das Bild, was da zerstört wurde, hat ja einen so krass emotionalen Wert für Big Mom gehabt. So, und das kann man ja auch nicht einfach mal nochmal machen. So, weißt du, das war ja eine einmalige Aktion. Und jetzt muss man halt wirklich sehen, wie man Big Mom da richtig verletzen kann, wenn die wieder voll auf der Höhe ist. Deswegen, ja, es ist halt einfach, also gegen eine Big Mom, die nicht in Ketten liegt, sag ich mal, und so, dann, die wirklich offen kämpfen kann, frei. Da hast du keine, also hast du halt einfach keine realistische Chance, weil der Charakter hat eine krasse Teufelsfrucht, die auch die ganzen Seelen, die da quasi in Prometheus und Zeus und so hinterlegt sind, und dann halt natürlich auch noch diese krasse Körperstruktur, die einfach eine undurchdringbare Haut ja, hat. Ja, was ist sie überhaupt? Das ist ja kein Mensch. Krasse Leute aus. Kann doch keine, sie kann man keiner erzählen, dass sie ein Mensch ist. So. Also auch was ist sie denn für ein Wesen, so dass sie als kleines Kind auch schon so riesig war? Ist sie eine Riesin oder was ist sie denn? Also auch ohne Teufelsfrucht, ist ja egal. So Teufelsfrucht braucht sie nicht mal. Sie ist einfach so körperlich, auch ohne Training. Die ist ja so geboren als übermächtiger Gott. So, was ist das? Das ist, also, ja, überleg mal. Als kleines Kind ohne Teufelsfrucht hat sie da den legendären Wasserfallbart, der Krieger, der Riesen, der stärksten Kriegerrasse aller Zeiten, hat sie da mit einem Schlag getötet, so, weißt du? Also, das ist nicht mehr normal. So. Die ist einfach so geboren, so, wo Ruffy einfach Jahrzehnte für trainieren muss, gefühlt. So, deswegen, ich bin mal gespannt, wirklich, wenn so. Ich wünsche mir eigentlich mal so doll, dass zwei Kaiser, die wirklich stärketechnisch so auf dem höchsten Niveau One Piece sind, gegeneinander kämpfen. So, weißt du, wir haben ja nur wirklich diesen kleinen Schlagaustausch zwischen Shanks und Whitebeard gesehen, wo schon der Himmel gespalten wurde, so, weißt du. Ja, ja, und man muss ja auch sagen, zum Beispiel, wo dieser Anruf war zwischen Kaido und Big Mom, da hat man auch mal gemerkt, man denkt immer so, okay, Big Mom vielleicht durch ihre riesige Familie und die ganzen Kinder, die alle in andere starke Familien verheiratet werden sollen, so sollte ja das Bündnis mit den Riesen sein, oder auf der anderen Seite zum Beispiel mit der Germa-Familie und so weiter und so fort, dass das halt alles irgendwo so eine Struktur hatte, dass sie mehr Kraft hat, denkt man, dass es dadurch resultiert, dass sie Kaiserin ist, aber nein, so, in dem Moment, wo Kaido gesagt hat, ich töte dich, wenn du hier hinkommst, dann hat sie gesagt, so, ja, kannst du ja mal versuchen, so. Das heißt, sie weiß, dass sie ja in irgendeiner Weise stärketechnisch mit Kaido konkurrieren kann, so. Da ist ja nicht so mäßig, okay, Kaido, das könnte ich auf gar keinen Fall, ich würde denen keinen Kratzer zufügen können, so. Das hat man ja von ihr nicht gehört. Das heißt, die muss da richtig krass sein. Ist auf jeden Fall krass, ey. So, jetzt haben wir richtig lange über Big Mom geredet und jetzt aber nochmal abschließend zu Big Mom eine Frage. Und was glaubst du, hat sie aktuell? Was glaubst du, hat sie aktuell? Ich glaube, also gut, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass das Kopfgeld jetzt so total krumm ist, glaube ich so 2,4 Milliarden. Boah. Glaube ich. Ja, ich würde vielleicht auch sagen 2,4, also ich sag 2,4 bis 3 dazwischen, ohne Witz, also das kann ich mir vorstellen auf jeden Fall so. Also sie ist halt schon lange dabei so, sie war bei den Rocks Piraten, wo sie auch höchst kriminelle Sachen gemacht hat so. Also, ja, ich denke aber auch schon, dass sie mehr als Blackbeard hat, so, weil Blackbeard noch so frisch ist, ist zwar gefährlich, natürlich ultra gefährlich, aber ich denke mir auch, dass sie ein bisschen mehr hat. So, nächster Charakter, Don Chin Zhao, warum ist der hier? Haben uns auch gefragt eben nochmal privat so. Also mit 542 Millionen Barry Kopfgeld, ehemals wohlgemerkt, also das ist das Kopfgeld, was er damals hatte wohl, ich weiß nicht, ob er immer noch eins hat oder ob das jetzt eingefroren oder aufgelöst wird ein Kopfgeld, glaube ich, nie. So, deswegen wird er also mindestens das noch haben. So, vielleicht ist es noch angestiegen über die Jahre, aber das war das, was wir so ehemals. Und das wurde, glaube ich, gesagt. Er hatte damals so viel Kopfgeld, deswegen ist das, glaube ich, das Aktuelle auch noch. Was er sich damals aber als Pirat erarbeitet hat. Ja, so, ich finde den jetzt nicht so interessant. Natürlich Königshaki hat dazu beigetragen, die Kämpfe oder der Kampf mit Garb oder. Weiß ich nicht, ob er dann was alles dazu beigeführt hat. Er war damals in seiner Zeit legendär, so, weißt du? Gerade so diese Backstory mit diesem Schatz, den nur er aufmachen konnte mit dem Eis und so. Mhm. Ich meine, der hatte halt so damals so einen krassen Stellenwert in der Welt gehabt, so 500 Millionen, also über 500 Millionen wert zu sein, aber also es ist kein Charakter, wo ich sage, Leute, ich garantiere euch, in 200 Chaptern hat er 700 Millionen. Das wird nicht passieren. Also glaube ich nicht. Ich meine, der gute Mann ist auch schon 78, sowas. Ja, ist eh vorbei. Deswegen, ja. Der Fisch ist gelutscht. Also ich glaube, ich glaube einfach, von Don Jin Zhao ist das maximale Kopfgeld. Da wird es keine große Steigerung mehr geben. Und wenn er nochmal einen Auftritt hat, dann eher kleiner Natur. Also das Kapitel ist abgehakt. Damals in seiner Zeit war er einfach ein krasser Typ, aber auch nicht. Also einfach von der Grundidee war er ein starker Charakter, aber jetzt nicht so, dass. Keine Ahnung, man sieht ja Big Mom 500 Millionen als kleines Kind. Das hatte er ja dann als erwachsener, erfahrener Pirat so. Ja, das ist schon echt krass, ey.
So. Ja, dann nächste Charakter können wir eigentlich auch schon direkt nehmen. Little O's Junior gehört zusammen, also dieser Platz ist gleichzeitig auch vergeben für eine andere Person, und zwar Ace, ja. Also Feuerfaust Ace hatte ja damals auch ein Kopfgeld von 550 Millionen. Bei Ace wissen wir garantiert, das steigt nicht mehr an. Also da kann man schon mal von ausgehen. Und von Little O's Junior ist es ja quasi das Gleiche. Also die Kopfgelder, die bleiben da stehen. Und es ist echt krass gewesen, weil man muss sagen, das Kopfgeld von Ace hat so lange die Spitze dominiert. Also da war so lange nichts drüber. Und deswegen ist es halt ein krasser Meilenstein so in der One Piece Welt gewesen, als das erste Mal gesprengt wurde. Und ja, beide Kopfgelder absolut gerechtfertigt, so von der Höhe. Bei Ace denkt man sich immer, das ist der Sohn von Gold Roger, der hat eine Logia-Frucht, so, der ist ein Kommandant der Whitebeard-Piraten, der hätte auch ruhig, also der hätte ruhig mal 100, 200 Millionen noch mehr haben dürfen. Das hätte ich nicht verkehrt gefunden. Ja, das stimmt schon, aber also so ein Hinblick auf jetzt. Also hattest du O's Junior auf dem Zettel? Also ich hatte den gar nicht in dieser Liste so mit drin im Kopf, so dass der überhaupt 550 hatte. Jetzt mal ohne Witz, so Ace. Ja, das war ja auch so in der damaligen Zeit, dass der so voll krank war. Ace war noch jung und so, und der war, also den hätte ich auch, also eine Milliarde hätte ich den schon zugetraut als zweiter Kommandant und Sohn von Roger, was ja auch dann bekannt war. Also das ist ja schon, das sind ja schon Titel so. Also ist der Sohn vom Piratenkönig, Alter. Das ist doch so krass. Und dann ist er noch, ein amtierender Pirat gerade bei einem Kaiser, der auch konkurrierend mit seinem Vater war. Also das ist eigentlich, das ist so krass, eigentlich, das ist so heftig, den müssen sie eigentlich direkt eine Milliarde geben oder mehr und dann gefangen nehmen, ey. Weißt du, was auch lustig ist? Es wurde dir so gesagt, als es dann in die neue Welt ging, meinte ja Rayleigh auch, ja, in der neuen Welt, damit du da bestehen kannst, brauchst du Haki. Ich find's dann umso lustiger, dass Ace scheinbar ohne krasse Haki-Erfahrung einfach mal so auf Wano Kuni rumgechillt hat, obwohl er noch nicht Teil der Whitebeard-Piraten war, weißt du? Ja. Also, der wird schon irgendwo Haki-Erfahrung gesammelt haben oder wissen, was Haki ist, aber da sieht man mal, dass halt manche Charaktere einfach viel weiter in der Welt fortgeschritten sind, auch ohne Haki und auch ohne, dass die jetzt eine krasse Crew im Rücken hatten. Ja, also, das ist auch irgendwo lustig. Ist echt krass, auch gerade Ace, so, dass jetzt Ruffy immer mehr in seine Fußstapfen tritt in der neuen Welt und immer mehr Orte findet, wo er auch war. Ich kann mir vorstellen, dass er auf Elbern war, beziehungsweise es gibt ja noch diese eine Schneeinsel, wo er Shanks getroffen hat, das würde auch in der neuen Welt gewesen sein, also wo genau, wissen wir auch nicht, aber da wird wahrscheinlich Ruffy auch noch hingehen oder beziehungsweise es ist immer mehr so, dass kleine Fußstapfen von Ace gefunden werden. Finde ich auch nice. Und auch mit 550, ja, meiner Meinung nach jetzt damals, zu dermaligen Zeit, hatte er, wie gesagt, 10 Jahre oder so das höchste Kopfgeld in ganz One Piece immer. 550 ist was krass, was wir kannten. Also, das war einfach heftig so, aber im Nachhinein lächerlich so. Also jetzt, wenn man mal so seitdem Jack aufgetreten ist mit seiner Milliarde, so, weißt du, ist Ace irgendwie, keine Ahnung. Seit dem Jack-Auftritt ist alles so ein bisschen mehr, was auf alte Kopfgelder zurückblicken lässt. Es sorgt halt auch dafür, dass ganz viele Charaktere halt voll schwach erscheinen, obwohl es halt einfach nicht so ist, aber ja, das ganze Gefüge so in diesem Kopfgeldbereich ist einfach so komplett gesprengt worden. Ja, so Charlotte Snake, hattest du den auf dem Zettel? Ich wusste nicht mal, dass der ein bekanntes Kopfgeld hat. Ja, doch, aber weißt du, was ich mir bei denen immer dachte? Das war ja auch ein Süßigkeitenkommandant, so der mit dem niedrigsten Kopfgeld bei Weitem. Aber er wurde ja von Orochi besiegt und hat deswegen seinen Posten verloren. Und umso lustiger finde ich es, dass Orochi Kopfgeld so niedrig ist. Also, der ist so weit unten in der Liste, da muss man ganz, 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 ganz tief graben und findet dann mit 108 Millionen dann Orochi in der Liste. 108, so, das ist Nico Robin hat sogar mehr gerade. Das ist ja lächerlich. Ja, deswegen. Also, oder das ist halt echt. Koribu oder auch ein Lysop. Ein Lysop hat mehr als. Das ist ja Quatsch. Das ist halt totaler Schwachsinn. So, weißt du, und er hat halt einfach. Er hat einfach einen Süßigkeitenkommandanten, nämlich Snack, hat er besiegt mit einem Kopfgeld von 600 Millionen. Deswegen, da sieht man ja auch schon, in welche Richtung es eigentlich mit der schlimmsten Generation gehen sollte. Also, die sollten alle im Laufe von der One Piece-Geschichte noch einen krassen Anstieg im Kopfgeld haben. Ich sage jetzt nicht, dass Orochi beim nächsten Auftritt ein Kopfgeld von 800 Millionen hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der dann auch mit einem 400 Millionen Kopfgeld um die Ecke kommt. Also er hätte es schon verdient auf jeden Fall für seine Leistung. Das kann ich mir auch vorstellen. So. Also ein 400er muss er mindestens haben. Also wirklich. Locker. Ja. Ne? Eigentlich schon. Ja. Genau. Aber gut, zu Snack muss man ja jetzt wir so kennen halt wenig sagen, so, weißt du? Wir kennen halt echt wenig über ihn so. Ob der nochmal auftaucht, keine Ahnung. Ist so wichtig. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass mit nur 2 Millionen Barry mehr der gute Sabo am Start ist. mit 602 Millionen Barry Kopfgeld. Warum diese zwei? Keine Ahnung. Also, was, warum, was,
Das haben wir jetzt hier 600? Nee, das ist zu wenig. 602 muss es sein, so weißt du. So nicht 603, sondern 602. Warum 602? Wie berechneten die das richtig so? Keine Ahnung. Und auch gerade, wie oft haben wir das schon erwähnt? Also wie oft haben wir schon in Podcasts hier geredet, dass die 602 für Sabo einfach fucking lächerlich sind. Die sind so lächerlich, das ist einfach eine Lachnummer. Also wirklich, Sabo. Aber ich weiß noch, wir hatten ja auch letztens erst eine Charakteranalyse zu Sabo, dann haben wir auch nochmal über die Revos gesprochen und so, wo wir über die ganzen Fraktionen gesprochen haben und so. Und es war immer Thema, dass Sabos Kopfgeld sowas von immer wieder, an den Haaren herbeigezogen ist und man nur hoffen kann, dass beim nächsten Schwenker zur Reverie, ich weiß, ihr habt das schon öfters gehört, aber man kann echt nur beten, dass da dann Sabo steht und dann alle Kopfgelder revealed werden, also auch von Karasu und Lindbergh und so, und dass dann Sabo da steht und da steht 1,2 Milliarden oder so. Das muss einfach sein, ja, weißt du, weil wirklich. Also, das ist einfach so ungerechtfertigt. Klar, das 602 Millionen Kopfgeld ist auch, also da Oda es revealed hat, und zwar nicht im Manga und auch nicht im Anime, kann man davon ausgehen, dass er jetzt ein höheres Kopfgeld hat, was nur darauf wartet, revealed zu werden. Ja. Und dass sich das Kopfgeld quasi auf seine damalige Zeit bezieht, aber selbst dann wäre es wenig, aber gut. Also er wird ein höheres haben auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich, also für die jetzt, die sich wundern oder fragen nochmal, warum überhaupt wir so reden, über das zu wenig ist, einfach weil er ist wirklich rangtechnisch der Zweite unter Dragon, der meistgesuchteste Mann. Also Dragon hat eigentlich, wenn es danach geht, das höchste Kopfgeld in ganz One Piece, weil er einfach der Anführer ist der Fraktion, die Weltregierung auslöschen wollen. So, und er ist der Zweite, so eigentlich müsste er jetzt das Zweithöchste haben, könnte man fast sagen, so. Vielleicht nicht, aber auf jeden Fall in den, weiß ich nicht, also weiß ich, also auf jeden Fall über eine Milliarde, so eigentlich theoretisch. So, aber keine Ahnung, vielleicht war er noch nicht so lange bekannt und hat sich noch nicht so lange bewiesen und hat den Rang als Zweiter auch noch nicht so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall 602 ist zu lächerlich. Was mich aber überrascht, was jetzt, pass auf, was mehr, also Charlotte Perospero hat mehr als Sabo. Das ist auch so eigentlich unfassbar. Bei weitem mehr. Ja, mit 700 Millionen. 700 Millionen. Perospero, der komische Süßigkeiten-Heini, der seinen Arm verloren hat gegen Pedro. Der hat da einfach nochmal einen Frankie und noch ein bisschen mehr dazwischen. Ja, Alter, das ist doch krass. Das ist einfach heftig, ey. Heftiger Typ so. Warum hat er das? Krass. Weil also, obwohl er halt so, auch so, muss man. Ja, er repräsentiert schon ein bisschen so diese ganze Big Mom-Kind-Geschichte, weißt du, weil. Ja. Er ist ja der erste Sohn, so, und das, er repräsentiert das Ganze schon ein bisschen, aber also 700 Millionen ist schon echt heftig für so einen Charakter, der nicht mal ein Süßigkeitenkommandant ist. Und weißt du, was auch heftig ist? Ja, und ja. Das muss ich jetzt mal wieder so, ich habe hier so einen Off-Topic-Gedanken. Also eigentlich so Off-Topic, aber Big Mom, sie war ein Kleinskind. Warte, ganz kurz. Ja? Was war letztens dein Off-Topic-Moment nochmal? Das war wirklich Ecki richtig so. Off-Topic. Ecki mit seiner Giraffenscheiße. Ja, ja, einfach Ecki so reingeworfen in so eine komplett andere Thematik. Pass auf, jetzt, versetz dich nochmal rein. Big Moms Flashback, kleines Kind, ne? So. Da war ja dann am Ende so, oh, wo sind meine ganzen Freunde so auf der Geburtstagsparty so. Und dann war ja auf der Insel noch Streusen, dieser Koch jetzt von ihr, ne? Der Ältere, der alles in Essen verwandeln kann. Und der war ja letztendlich eigentlich das erste Mitglied so. Der hat sie ja gefunden, ne? Und hat mit ihr dann sozusagen alles aufgebaut so. Er ist ja auch der Vater von Perospero. Ey, ist das nicht ein bisschen krank? So, er war ja schon erwachsen, hat ein 6-jähriges Kind gesehen und hat die dann später geschwängert. Das also ist, eigentlich ist er pädophil oder vielleicht. Ich höre nur die FBI-Serie. Ja, ja, also mir geht auch die Tür gleich auf, Alter. Oh, ja, hier geht. Alter, ist das krass hier. Hier geht gleich aber die Tür. Ist es nicht eigentlich heftig so? Also er war ja schon erwachsen, er findet schon. Ein 6-jähriges kleines Kind, was im Wein ist so, chillt mit ihr ein paar Jahre und so und schwängert sie dann und dann kommt Perospero als erster Sohn raus. So. Irgendwie ist das. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bei Big Mom immer noch, glaube ich, bei Big Mom, dass sie ihre Kinder nicht gebärt mit einer Geburt, so, dass sie immer schwanger ist und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das hat mit ihrer Frucht zusammen, dass sie anders Kinder gebären kann oder anders Kinder kriegen kann oder so, weil dann wäre sie ja immer dauerschwanger gewesen. So, das ist ja Quatsch. Ich meine, Big Mom ist 68 Jahre alt, ne? Und hat 85 Kinder, oder nicht? 85 war es doch, oder? Es war auf jeden Fall eine Menge. So, sie brachte insgesamt 42 Jahre lang Kinder zur Welt. So fangen wir schon mal an. Darunter sogar Zehnlinge. Das muss man auch so machen, weil sonst würde das gar nicht funktionieren. So, weißt du?
Da wurden einfach mal 10 Kinder in 9 Monaten produziert, damit da überhaupt was zustande kommt. Weil es ist halt krass, dass sie halt so viele Kinder hat. Ich meine, 85 sind es, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so in der Region. Und sie hat auf jeden Fall für 42 Jahre lang am Stück quasi hintereinander Kinder bekommen, wo auch Zehnlinge dabei waren. Aber sowas brauchst du ja auch, weil die muss echt früh angefangen haben und selbst mit Fünflingen und was weiß ich nicht, was dazwischen ist, sind trotzdem so viele Kinder schon untypisch. Aber deswegen ist es halt auch wahrscheinlich, dass da irgendwas dazwischen gekommen ist, was eine Geburt. Ja, ich weiß nicht, wie. Aber ich finde das mit diesem Streusel halt schon irgendwie ein bisschen krank. So pädophil krank irgendwie, ja, so. Schon. Dass der Typ, also das ist ja auf jeden Fall der Vater von Piros Piro, der mit den 700 Millionen Barry-Kopfgeld, um wieder langsam den Faden zurückzufinden hier. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist krass. Und deswegen, er ist der erste Sohn, der erste gemeinsame Sohn und dann auch. Ja, weiß ich nicht. Ist er einfach so vom Kopfgeld so hoch, weil er schon so lange immer an Big Moms Seite ist. So hat man auch gesehen beim Whole Cake Island Arc, dass er immer da am Start war. So, ne? Er war ja wirklich immer bei Big Mom am Start. So. Ist echt heftig, ja. Ey. Einfach krank. Also wie gesagt, er repräsentiert das Ganze. Genau, dann der nächste Charakter. Oh, jetzt kommen erstmal die ganzen Big Mom-Mitglieder, weil ja, von denen kennen wir halt alle das Kopfgeld. Der nächste Charakter ist der erste Süßigkeitenkommandant, der nochmal richtig gezeigt wurde und der auch im Kampf besiegt wurde, und zwar Cracker. Cracker war der Kampf von Ruffy, der dann sich überraschend krass und überraschend lame zugleich rausgestellt hat. Also krass, auf der einen Seite ein Kopfgeld von 860 Millionen, hat den Gear 4 sofort gefordert. Es war der längste Kampf, den Ruffy zu dem Zeitpunkt jemals hatte, so. Das heißt, da waren echt viele krasse Sachen mit dabei und schlussendlich hat der Tankman ihn besiegt und man muss auch sagen, Ruffy hatte Hilfe durch Nami etc. Aber also, er ist sehr, sehr stark auf jeden Fall und das Kopfgeld ist auch schon gerechtfertigt, wenn man so die Stärke sieht, die er hat im Vergleich zu anderen Charakteren mit hohen Kopfgeldern. Aber er ist jetzt auch ein Charakter, den man nicht überbewerten muss. Also ich hoffe schon, dass zum Beispiel Smoothie, von der wir nichts gesehen haben, zu der wir gleich auch noch kommen, oder nicht viel gesehen haben, die ist mit auf Wano Kuni. Da hoffe ich, dass die einen krassen Fight hat und dann noch zeigt, dass der Kopfgeldunterschied zwischen ihr und Cracker nochmal gerechtfertigt ist, dass sie wirklich nochmal ein Stück stärker ist. Ja, aber auch, ich weiß nicht, Cracker, guck mal, der Kampf war sogar länger als der gegen Katakuri, ne? Ich verstehe aber nicht, warum den. Von den reinen Stundenzahlen auf jeden Fall. Ja, ich verstehe dann also wirklich nicht, warum. Oder dass er nicht ein bisschen krasser inszeniert hat, so. Ey, das war ja einfach so, oh ja, 11 Stunden sind um. So, und dann, oh, was mache ich ja, Tankman. Und dann One-Hit, yeah, geil. Irgendwie, das war der weirdeste Offscreen-Kampf, den Ruffy hatte, der dennoch aber nicht Offscreen war. So, das war richtig komisch, Alter. Aber ich muss auch sagen. Weißt du, warum mir der Kampf, also ich muss sagen, als ich das im Manga gelesen habe, fand ich es cool und da war auch der Tankman cool, aber ich glaube, das, was diesen Kampf auch so ein bisschen lame wirken lässt, ist einfach die Anime-Umsetzung, weil ich weiß, die war katastrophal im Kampf gegen Cracker. Das war auch die da Zeit, da waren so viele Filler-Elemente und Reuse-Animation. Ja, ich kann auch ich kann es nicht mehr, ich will es auch nicht mehr und ich kann es nicht mehr. Ich kann diese dumme Gear 4 Dressrosa-Verwandlung nicht mehr sehen. Das ist doch lächerlich. Ja. So, weißt du, wo man immer nur diesen Natoshishi da Rauch sieht, dann sieht man da die Fresse, die Silhouette von Ruffy, wie er böse guckt, einmal im Rauch. Die wurde 5-6 Mal gezeigt oder so. Sogar, wo Big Mom die verfolgt hat, ne, auf Whole Cake Island mit Sanji und so, wo sie abgehauen sind. Und Ruffy kurz den G4 in den Schlag ging, hat man auch diese Verwandlung kurz gemacht, so. Als hätte Ruffy kurz nochmal, oh ja, Gott, ich hüpfe hier nochmal ein paar Mal auf der Stelle rum und so und zeig die Animation nochmal. So ein Schwachsinn, einfach so faul, also. Es gab fast keine schlimmere Zeit, was Animation angeht. Und da war Cracker war wirklich die Kirsche auf der Torte so mäßig. Das war echt das Schlimmer geht's nicht, ey. Auf der Torte der Schande. Ja, wirklich. Ne? Also deswegen kann ich auch viele verstehen. Das war immer noch nicht so. Ja, auf jeden Fall. Also der Kampf war echt low und generell ist halt, da hat der Gear 4 Boundman echt so ein bisschen die Epicness verloren, weil klar, Natoshi Shida ist ein absoluter Gott in Animation, aber zum Beispiel auch diese Snake-Man-Animation ist so, so geil gegen Katakuri gewesen, aber ich möchte trotzdem nicht diese Rauchwolke, die eine Schlange darstellt, möchte ich jetzt trotzdem nicht 5-mal sehen. Ja, also, wirst du aber. Naja, cool, wirst du vielleicht nicht jetzt gerade. Jetzt ist der Anime ein bisschen geiler. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ich finde auch sowas in der Art ist ja immer noch cool. Weißt du, wenn sich der Rauch in so Schlangenform um den zieht und so. Das ist ja auch alles cool, aber wenigstens so ein bisschen abändern oder so ein bisschen anders zusammenschneiden, aber nicht genau das Gleiche, so mit derselben Maskierung. Stell dir mal vor,
Stell dir mal vor, es gibt so einen Kampf, Ruffy gegen King als Beispiel, und dann siehst du so Kings Beine und die Kamera fährt so unter Kings Beine durch, weißt du, wie bei Katakuri, und ja, dann hast du so dieses Kamerafahrt auf dem Snake Manus. Ohne und Witz, das ist einfach so reused. Würde also Dragon Ball jetzt noch laufen, Dragon Ball Super, würde Dragon Ball Super weiterlaufen, dann würden wir das kriegen jedes Mal. So, weißt du, weil sie dann einfach keine Ressourcen mehr haben für One Piece und One Piece wieder also so stiefmütterlich behandelt. Also One Piece, wenn das Dragon Ball nie weitergeht. Ja, in dem Aspekt auf jeden Fall, ey. So, jetzt wollen wir wieder Thema Kopfgelder, würde ich mal sagen. Und zwar, genau, hatten wir da Cracker 860 und jetzt geht's steil, jetzt geht's wirklich steil bergauf hier. Da haben wir nämlich Smoothie mit 932 Millionen, also fast die Milliarde. Was einfach nur krass ist, weil für mich, ich will nicht sagen, sie kam low rüber, aber sie kam immer dann an, wenn es zu spät war irgendwie. Immer im Geschehen auf Whole Cake Island kam sie immer an, oh ja, da ist Krieg, ich segel hin oder ich lauf hin und dann war es zu Ende. Sie hat keinen richtigen Kampf bekommen, das war alles lächerlich, Schlagaustausch. Beziehungsweise, ich glaube sogar Reiju hat ihr was aussetzen können, so. Er hat irgendwie, glaube ich, gegen sie gekämpft kurz oder so, wo man sagen könnte, okay, Reiju macht sich gut gegen die Süßigkeitenkommandant, gegen Kaiserkommandant. Ihre Frucht natürlich, sie kann sich ausdehnen, sie kann irgendwie groß werden noch so. Also wahrscheinlich kann sie die Flüssigkeit aus Leuten ausdrücken, die konsumieren, aber gleichzeitig auch die Flüssigkeit in sich irgendwie erweitern, die Moleküle, was weiß ich, dass sie dann größer wird. Irgendwie so sah das auf jeden Fall aus. Ist sie cool vom Charakter, dann ist sie vielleicht als Frau ganz cool, so was Besonderes mal. Nicht immer nur so dieser Robin-Verschnitt, der sonst immer auftaucht. Aber für mich nur ein weiterer cooler Gegner irgendwie für Wano Kuni, finde ich. Ja, also die ist so ja auch ein da. Gegner, den man noch für Wano Kuni. Cool. Ja, ja, genau. Ein Gegner, den man im Wano Kuni-Jagd noch mit einbringen kann, der halt stark ist, ein hohes Kopfgeld hat. Aber ich meine, der Grund, warum sie so schwach wirkt, ist ja auch nicht. Also, es ist ja auch nicht unbegründet, weil ihr scheiß Job war, ist mit Tamago die Schatzkammer zu bewachen. Und wenn man jetzt mal sieht, Tamago 429 Millionen, sie 932 Millionen und ein Brook, der nur davon träumen kann, die beiden haben zusammen das Zehnfache von so einem Brook und der hat es geschafft, trotzdem das Poneglyph zu klauen, so, weißt du? Deswegen inkompetent sein Vater, die da auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich, so Kaiserkommandanten, so, die profitieren halt oft wirklich nur von dem Status des Kaisers. Also wirklich. Kann ich mir vorstellen, dass sie einfach oft nur hohes Kopfgeld kriegen, weil sie einfach. Ja, klar, die Kopfgelder haben da auf jeden Fall einen krassen Boost. Ja, ist echt so. Einfach nur, weil sie Kaiserkommandant sind. Wenn man sich mal einen Cracker reinzieht, so. Also, warum hat der so ein hohes Kopfgeld an sich, so? Weißt du? Ich weiß nicht. Ja, das ist halt echt, das denkt man sich ja bei ganz vielen Big Mom, auch einen, also auch wenn man nochmal ein paar Stufen weiter runter geht, aber auch ein Snack oder so, ist echt nicht krass. Also der ist stark, so, der ist auch auf neue Weltniveau und so. Ja, trotzdem, für Zauberer wäre das ein Snack. Keiner, ja, ja, es ist auch keiner, wo ich sagen würde, auf so ein Leben- und Tod-Fight mit Ace oder so, wo ich dann auf jeden Fall auf Snack setzen würde, so, weißt du, das wäre definitiv nicht der Fall. Und Ace hat ja auch ein niedrigeres Kopfgeld. Ich würde sagen, ich würde sogar sagen, also Sanji wischt mit den Boden auf. Obwohl. Ja. Ja, doch. Ich glaube, es ist schon ein gutes Matchup, glaube ich. Mit den guten alten Germa-Suit. Ja, stimmt. Mit den guten alten Germa-Suit. Ja, stimmt. Schafft er das. So, auf jeden Fall, genau. Nächste Charakter. Smoothie, genau, mach du mal weiter. Jetzt kommt's hier. Jetzt geht's in die Vollen. Jetzt kommen wir in den großen Meilenstein. Und zwar Jack ist der nächste Charakter. Katastrophe von Kaido und damit schon höheres Kopfgeld als zwei, also als die beiden Süßigkeitenkommandanten von Big Mom. 1 Milliarde war der erste Reveal in der Richtung und ich weiß noch, wo da 1 Milliarde stand, da dachten wirklich auch so viele, das ist ein Fehler, ist ein Übersetzungsfehler, 1 Milliarde ist Quatsch. So, und es wirkte auch so, weil, wie gesagt, das war noch bevor wir das Kopfgeld von Cracker, von Perospero, von Sabo und so weiter, die hatten wir alle gar nicht so auf dem Schirm. Und dann kommt jemand, der quasi das aktuell höchste Kopfgeld fast verdoppelt. Und dann denkt man sich halt wirklich so, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Und ja, dann hat man halt wirklich eine Katastrophe, eine Bestie quasi mit 1 Milliarde. So, und man muss sagen, das ist so krass. Der wirkt ja auch, ja. Ey, überleg mal, bis zu dem Zeitpunkt war Ace das höchste der Gefühle seit 10 Jahren oder so, war Ace mit 550 das krasseste und Ruffy hatte gerade sich auf 500 hochgekämpft, wo er die halbe Welt schon zerstört hatte und gegen die Weltregierung, gegen alles gekämpft hatte, 500 und dann kommt einfach 1 Milliarde. Also einfach das Doppelte von dem, was wir bis jetzt kannten, so das krasseste überhaupt. Das ist so übertrieben eigentlich, aber irgendwie absolut geil. Ich finde es richtig nice, dass es jetzt so ein bisschen krass ist.
Jack ist auch echt krass. Also, Jack ist echt heftig, auch wenn er im Anime so wie im Manga halt immer aufs Maul bekommen hat. Aber trotzdem ist Jack auf jeden Fall ein absolutes Biest. Und er ist ja auch extrem brutal und so. Also, es gibt schon genug Rechtfertigung, ihm ein hohes Kopfgeld zu geben. Aber auch hier sieht man wieder, dass der Kaiserstatus natürlich sehr profitabel ist für das eigene Kopfgeld, sagen wir mal. Ja. Ja, weil Jack, ich sag mal so, er hat nicht gerade geglänzt und auch nicht nur für uns Zuschauer, sondern selbst die Queen und King, also Queen hat das erwähnt, als sie das erste Mal aufeinander getroffen sind, so, dass er sich auch nicht Jack die Dürre, sondern Jack der Verlierer oder so nennen soll lieber, weil er einfach so oft verkackt hat, so. Also er hat echt dagegen, okay, er hat gegen Sengoku gekämpft, Fujitora, so volles Fund da, weißt du, einmal gegen die Marine, danach noch gegen Inuarashi, Nekomushi, die auch krass sind. So, und deswegen. Dann noch, ich meine, von Sunisha besiegt zu werden, ist auch keine Schande, muss man mal dazu ja, sagen. Ja, stimmt schon, das stimmt schon. Da wäre, glaube ich, ich will nicht sagen, Kaido wäre gestorben, aber das ist schon krass auf jeden Fall. Ja, aber auch zum Beispiel im Blackbeard, wenn wir nachher mal wirklich in die höchste Kategorie gehen. Ich meine, auch wenn Blackbeard einen Rüsselschlag von Sunisha bekommt, gehen auch die Lichter aus. Also, ja. Das ist. Da macht es keinen Unterschied mehr. So ab einem gewissen Punkt, klar, ein Kaido wird da noch vielleicht standhalten oder auch eine Big Mom wird danach noch aufstehen können. Aber ich glaube, es gibt genug Charaktere, die ein viel höheres Kopfgeld haben, die trotzdem genauso ja, den Boden geküsst hätten. Deswegen, das ist schon in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Wo wir gerade über Sunisha reden, ich muss das kurz ansprechen hier. Sunisha, weißt du, wie groß Sunisha ist? Das kam letztens raus. Das kam letztens raus. Weißt du es so aus dem Stegreif? Ich wusste es auch nicht so. 800 Meter. Warte mal. Also der höchste Punkt kommt ja auf jeden Fall über die Wolken. Ja, also guck mal. Also Skypiea war 7 Kilometer. Schnell, sag. Skypiea war 7. Oh, was schätzt du schnell, du musst sagen. Nee, ich kann mich nur verhauen jetzt. Also Skypiea war 7 Kilometer, mussten sie war über der Meeresoberfläche. So 7 Kilometer war Skypiea. Was schätzt du, wie groß Sunisha ist? Vom Boden an, von den Füßen. Los. Der läuft ja auch auf dem Meeresgrund rum, ne? Oh, nee, Jan, bitte mach das nicht mit mir. Okay. Ich kann das nicht. Ich weiß es nicht. 35 Kilometer. Ja, moin. Es ist so gut. Es ist so gut, dass ich nicht geantwortet habe. Ich hätte mich so krass verschätzt. Ich hätte vielleicht, wenn es hochkommt, 1000 Meter gesagt oder so. Also ein Kilometer. So. Ja, ich habe auch gerade ja so 800 so rausge. Aber guck mal. Es wirkt halt so gut, man muss noch den Meeresgrund mitziehen. Ja, guck mal. Und an der tiefsten Stelle, der Meeresgrund ist an der tiefsten Stelle 10 Kilometer. Also die Fischmenscheninsel liegt an dem tiefsten Grund am Meeresboden und das ist 10 Kilometer tief. So, der ist 35 Kilometer lang. Also, sagen wir, er läuft am tiefsten Grund rum, was er nicht immer tut, dann hat er noch 25 Kilometer vom Meeresspiegel aus immer noch, was er oben hochragt. 25 Kilometer. Das wirkt gerade so untypisch. Ja, das passt auch gar nicht zu den Animationen und so. Aber, und die sind da einfach hoch mit den gezeichneten Drachen. Aber das ist Fakt. Warte mal, aber bist du dir sicher? Ja, weil Fakt. Ich meine, ich bin mir jetzt. Ich konnte es selber nicht fassen. Lass mich halt ausreden. Lass mich doch mal kurz ausreden. Okay. Ich bin jetzt hier nicht so der Physikexperte oder des Todes, aber beginnt nicht schon die Stratosphäre irgendwie ab 50 Kilometern? Also da kriegst du ja keine Luft mehr. Ja, pass auf. Auf dem Mount Everest kriegst du auch schon nach 8,8 Kilometern, kriegst du auch schon eigentlich keine Luft mehr. Ja, die Stratosphäre ist 20 Kilometer. Ja. Hast du richtig erkannt? Das ist Quatsch, also das ist Quatsch. Ja, es ist Quatsch an sich, wenn man sich das so denkt, aber guck mal. Yeah. Guck mal, Skypiea war 7 Kilometer über der Meeresoberfläche. Und dann gab es ja nochmal die Weiße See, wurde es ja genannt, ne? Das Weiße Meer. Und dann gibt es ja noch das Weiße Meer, da wo Enel gelebt hat, nochmal höher, ne? Auf diesen Mega-Himmel da. Genau. Und das war nochmal 3 Kilometer, das war 10 Kilometer da. Aber Sunisha ist nochmal 15 Kilometer da überall. Also Sunisha könnte einfach durch Skypiea durchlaufen. Wäre immer noch 15 Kilometer. Also, das ist doch so unlogisch. Die ein oder andere Himmelsinsel mitgenommen haben, so aus. Und guck mal, da frage ich mich, was mussten die machen? Was mussten die da tun, um nach Skypiea zu kommen? Da Kilometer weit in die Luft schießen, da, weißt du, und alles. Und auf Sunisha sind sie einfach da mit dem gezeichneten Drachen mal eben hoch, weißt du, so innerhalb von 5 Minuten, was eigentlich 25 Kilometer sind, wie sie hoch mussten. Das ist eigentlich so unlogisch. Das ist gerade so off-topic, ich aber. Das ist viel niedriger geschätzt. Und die Redline ist ja noch mal kleiner. Die Redline ist unter der Weißen See, also ist unter Skypiea. Also,
die Redline ist eigentlich für so Nische einfach nur so, ach, oh Gott, da liegt ein Stock im Weg. Ja, die Redline ein Stückchen im Weg, wo einfach rüberläuft. Da muss man echt aufpassen, wenn so Nische, Plot-Twist, so Nische niest, Alter, und Mary Jaws vernichtet, Alter. Ja. Was? Das ist richtig krank. Guck mal, ich schick dir mal was hier nochmal privat so. Muss man mal direkt pausieren. Das ist einfach nicht normal. Das ist einfach, das ist... Was? Ja, was? Das ist einfach krank. Da sieht man das nochmal so, Leute, für die, die es jetzt gerade hören. Nochmal so abgebildet, wie groß er ist. So, das ist einfach albern. Ja. Das ist einfach total albern. Das ist richtig krank. Das ist einfach geil. Oh Gott, ja, das ist aber lustig. Also ein lustiger Fun-Fact, der aber Quatsch ist eigentlich so. Das ist, man könnte das als Logikfehler abstempeln. Also wenn es mal einen Logikfehler-Podcast gibt oder so, dann wird das auf jeden Fall hier ganz oben mit auf der Liste sein. Jetzt haben wir aber echt lange über Scheiß geredet. Lass uns mal wieder zu den Kopfgeldern kommen. Ey, die Leute, die das Video anklicken und den Podcast nicht kennen und nicht wissen, dass es über Gott und die Welt auch handelt, die werden sich jetzt in den Kopf fassen und ausrasten, weil wir hier über die Kopfgelder abhandeln wollen. Die wollen die höchsten Kopfgelder erfahren. Aber das ist auch richtig so. Dafür ist der Podcast da. Ja, und gerade das, der ist 35 Kilometer lang. Das ist cool. Alter, wie krass. Das ist so weit. Das ist so groß. Das ist, also, der kann ja. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt. Hey, also den Korpus gesehen haben. Wenn man da drauf. Ja. Warte mal, jetzt wird's richtig off-topic. Also jetzt wird's richtig off-topic. Pass auf. das kann man eigentlich mit reinnehmen. Aber von welcher Höhe ist Felix Baumgartner nochmal gesprungen? War das nicht auch irgendwie so 35 Kilometer oder so? Irgendwie so? Was? Oder warte 25? Mal. Das muss ich gucken. Warte, Leute, es tut mir wirklich leid. Aber ich finde immer, wenn ich im Podcast höre, finde ich, das ist das Coole. Das ist das Coole. Der ist. So, warte mal, wie hoch war das? Das war einfach 38,6 Kilometer. Also von so einem Sunisha runtergesprungen. Ja, der ist von Sunisha runtergesprungen und da hat man den ganzen scheiß Planeten gesehen. Da hat man die ganze Erde gesehen. So. Hä? Ach Quatsch. Da könnt ihr auch Ruffy so gucken, was die letzte Insel ist. So, da hinten ist Ruffy. Ich glaube, so. als Oda das angegeben hat, da hat er, glaube ich, einen zu viel getrunken abends, so am Tischchen. Da hat er einen zu viel gesoffen und dann hat er gesagt, 35. 35 Kilometer, ja, Pi mal Daumen. So. Da ist die 3 vor die 5, da ist einfach noch eine 5 dahinter gerutscht. Ja, das Komma oder so wurde überlesen irgendwie so. Das ist Quatsch. Das Komma wurde. Ja, also aus. Ich halte das immer noch für ganz gut. Okay, kommen wir zum nächsten Charakter. Also, nächster Charakter, Charlotte Katakuri, 1,57 Milliarden. Es ist auch wichtig, dass er 5,7 hat, weil es ist schon absolut gerechtfertigt, dass er ein höheres Kopfgeld hat als Jack, weil Jack ist einfach ein richtig krasses Biest, aber Katakuri war halt so der finale Gegner, der heftigste Süßigkeitenkommandant, den Big Mom zu bieten hat und demnach ist es ja auch so der erste Repräsentant, wenn es um die Stärke eines Kaisers von Big Mom geht so und also Katakuri ist ein absoluter Badass-Charakter, der hat jeden einzelnen Berry davon verdient. Ja, denke ich auch. Ganz also, klare Sache. Das ist wirklich gerecht. Das ist wirklich geil. Absolut. Und deswegen, ja, da gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen, finde ich. So, ist einfach... Ein geiler Typ. So, als nächstes haben wir Queen, auch bekannt jetzt inzwischen schon. Ich glaube, das ist das letzte Kopfgeld hier aus der Liste, was bekannt ist. Und zwar 1,32 Milliarden Barry-Kopfgeld. Das ist das dritthöchste Kopfgeld aus ganz One Piece, was wir zurzeit wissen. So, das ist wirklich krass. Und höher als Katakuri, und das finde ich gut, dass auch die Kopfgelder von den Katastrophen, also von den neuen jetzt, und King wird wahrscheinlich noch ein höheres haben, dass sie höher sind als das von Katakuri. Das ist man so ein bisschen vielleicht... Ja, auch stärketechnisch mehr erwarten kann nochmal so, ne? Aber findest du es nicht krass? Also findest du es nicht heftig, dass er einfach so über 200 Millionen, nochmal deutlich mehr als 200 Millionen mehr hat als Katakuri, obwohl er nicht mal die heftigste Katastrophe ist, weil man schon davon ausgehen kann, dass King das ist? Ja, das finde ich schon echt schon heftig. Dass er so über zwei, der hat da einfach nochmal, Also, sorry für diese dummen Vergleiche dann immer, aber da ist einfach nochmal ein X-Drake dazwischen so. Aber überleg mal, warte mal. So. Er hat auch Ruffys Schlag einfach so wie ein Stück Scheiße abgewehrt, weißt du noch? Also, das war kein ernster vielleicht mit Full-Power-Schlag, aber trotzdem hat Ruffy ihn angegriffen so. Und er hat ja sein Vorhandungshaki, das bleibt ja auch und so. Also, er hat ihn angegriffen und er hat wirklich einfach Ruffys Hand genommen und weggeschmissen. Und Ruffy hatte da auch keinen Seeschein oder so. Also, ich glaube schon, der hat so viel drauf. Jetzt auch fernab von diesen Seuche-Waffen, die er da irgendwie, er wird ja auch Queen die Seuche genannt und so, dass er da ein bisschen Leute vergiftet mit Viren und sonstiges, okay. Es wird bei Ruffy jetzt, wenn Chopper da so eine Impfung oder irgendwie ein Gegengift, ein Antivirus herstellt, so wird das eh nicht mehr so wichtig sein. Aber so von der Kraft so und auch mit seinem Brontosaurus, seiner Form so, auch gerade die Hybridform, wie sieht das aus? Der muss ja wirklich einiges drauf haben so und deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass der, das muss ja auch irgendwie gerechtfertigt sein oder muss das ja auch irgendwie dann
rechtfertigen. Ja, auf jeden Fall. Also, oder wird sich da schon was gedacht haben dabei, aber es ist ja auch so, dass sich, also die Power-Ups, die jetzt kamen, ich meine, Ruffys Observationshaki ist ein echt krasses Power-Up und das hat er erst nach dem Katakuri-Kampf so richtig bekommen. Und dann auch die anderen Charaktere, beispielsweise Sanji, der Germa-Suit und so, sind ja auch Power-Ups, die nach Whole Cake Island kamen. Und demnach ist es schon wichtig, dass die Kämpfe jetzt krasser werden, beziehungsweise die Gegner auch stärker werden. Weißt du? Ja, ja. Also deswegen, das ist schon okay so, aber es ist trotzdem, finde ich, heftig, wie heftig da nochmal der Anstieg ist. Ja, das ist schon krass, finde ich auch. Genauso krass wie das nächste Kopfgeld mit 1,5 Milliarden. Da haben wir es endlich, Leute. Da haben wir endlich unser Monkey Ruffy auf Platz 2 mit 1,5 Milliarden Barry Kopfgeld. Es ist nicht gerechtfertigt, das kann man ja mal. Das ist einfach. Obwohl, es ist. Ja, das ist schon ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Erstunken und erlogen. Es ist schon ein bisschen zu hoch, oder nicht? Also jetzt mal wirklich. Ja, also der Anstieg, man muss sagen, wenn die News so gewesen wäre, wie es wirklich war, also hätte in der News gestanden, dass Ruffy zusammen mit Capone einen Plan ausgearbeitet hat, der dafür gesorgt hat, dass man Big Mom ja quasi besiegen konnte oder also ankratzen konnte, das Territorium, beziehungsweise auch gesagt hätte, dass er nicht komplett alleine Katakuri und Cracker besiegt hat, weil man darf auch nicht vergessen, gegen Cracker hatte Ruffy eine entscheidende Hilfe, weil Nami die Kekse quasi beeinflussen konnte und gegen Katakuri hat sich Katakuri einfach mal seinen Dreizack selbst in die Brust gerammt, weil er halt ein Ehrenmann ist, so, weißt du, und wenn man das alles auch mit in den News drinne stehen lassen würde, dann würde es nicht so krass wirken und ich würde mal sagen, dann wäre er vielleicht nur auf 1 Milliarde angestiegen oder so, weißt du? Ja, guck mal. Also, jetzt noch mal, schon irgendwo so ein bisschen die Wogen glätten. Jetzt nochmal der Vergleich. Guck mal, er hat Enes Lobby, also die Weltregierung, direkt angegriffen und das Ganze überlebt. Das Ganze erfolgreich da abgeschlossen, so Sieg für ihn gegen die Weltregierung erlangt. Buster Call und so. Alles, der hat alles geschafft. So, dann, davor, alles, was er gemacht hat, also alle Arcs zusammen. Gecko Moria, einer 7 Samurai, da vernichtet und Crocodile, einer 7 Samurai, vernichtet. Was hat er noch alles gemacht? Ruffy hat da so viel gemacht, in Tenryubito weggeprügelt, so. Also, was soll er noch Impel alles machen? Down einfach. Pass auf, so, Massenausbruch, Impel Down angezettelt. Marineford ist ja auch mehr oder weniger auch zum größten Teil noch auf seinem Mist gewachsen. Ja, nicht komplett, aber auf jeden Fall alles das und auch mit Doflamingo. All das war, guck mal, all das war 500 Millionen Barry wert. Und dann bei Big Mom Sanji zu holen, abzuhauen, das ist doppelt so schlimm wie alles, was Ruffy bisher gemacht hat. Nur das eine, nur das mit Big Mom, ist doppelt so schwer einzustufen wie alles andere, was Ruffy bisher gemacht hat. So muss man das sehen. Ja, das war 1 Milliarde. Halt krass, aber es ist halt auch, also es ist gerechtfertigt, wenn man halt wirklich sieht, wenn man jetzt wirklich davon ausgehen würde, dass Ruffy einen Plan alleine geschmiedet hat, der dafür gesorgt hat, Big Mom und ihre stärksten Leute quasi anzukacken, dann ist das irgendwo schon gerechtfertigt, weil halt eine Big Mom auch Enies Lobby hätte komplett zerstören können und bestimmt auch in Impel Down dann einen Massenausbruch anzetteln könnte. So. Deswegen, das ist da schon gerechtfertigt, aber es ist halt auch krass, weil man muss sagen, ich glaube schon, dass die Charaktere, also Charaktere mit einem Demon-Namen, schon generell einen Kopfgeldboost bekommen. Dann ist er auch noch der Sohn von Monkey D. Dragon, so den meistgesuchtesten Mann der Welt. Dann hat er, wie gesagt, halt so Impel Down ist halt auch einfach keine Kleinigkeit, so, weißt du? Der hat da einfach das Krasseste geleistet und es stimmt schon, wenn man jetzt mal überlegt, so, dass das einfach das Doppelte davon, na, es ist schwierig. Es stellt halt so ein bisschen das in den Schatten, was er bis jetzt geleistet hat, was irgendwo schade ist, aber irgendwo auch cool, weil man muss sagen, in dem Moment, wo man 1,5 Milliarden gelesen hat, war man so geschockt, das war so krass. Ja, das war einfach, ich weiß noch, ich habe geschrien, also Spoiler, die Videos gibt es halt immer noch auf meinem Kanal, das war einfach heftig, einfach krass, so, und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, Blackbeard, so. Marshall D. Teach. Ja, also er wird nicht der mit dem höchsten Kopfgeld, das Ganze von Peace sein, aber es ist auf jeden Fall das Höchste, was wir bis jetzt kennen, und zwar mit, sagen und schreiben, 2,2476 Milliarden Barry Kopfgeld. Boah, das ist schon krass. Aber meiner Meinung nach, wirklich, das ist das Kopfgeld, wo ich sage, okay, das ist gerechtfertigt, zu 100%. Also wäre es niedriger gewesen, viel niedriger, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen und wäre es jetzt noch krasser gewesen, noch viel höher, so. Man muss es ja auch ein bisschen vergleichen mit den Kaiserkommandanten, so. Dann wäre es auch ein bisschen krass gewesen. Ich finde, hat Oda sich perfekt eingependelt, gerade bei Blackbeard.
Ist halt die Frage, hat er so wirklich mit, wir wissen, Shanks ist der krasseste Pirat, so, er wird höchstwahrscheinlich das höchste Piratenkopfgeld haben, Dragon wird das höchste allgemeine Kopfgeld haben und so, Kaido wird irgendwo nochmal über Blackbeard sein, denke ich, und so, ne? Ja, ja, aber ich finde auch gerade die Zahl zu lustig, 2,2476 Milliarden, das wirkt auch so, als ob Oda mit so einer Formel so, dass er so einen Taschenrechner eingegeben hat, um so den perfekten Ausgleich zwischen, das, also das passt nicht zu hoch und nicht zu niedrig, weißt du, und dann kam ja, die Zahl bei raus. Und dann echt so, ah, 600, ah, die 600 müssen noch sein, so, weißt du? Ja, genau, also es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Weltregierung hat ja gesehen, dass er der Einzige ist, der quasi zwei Teufelsfrüchte nutzt und er nutzt auch einfach mal die Frucht von Whitebeard und das haben die ja auch gesehen, deswegen allein das ist ja schon ein krasses Indiz. Sie wissen, dass sie gegen die Whitebeard-Piraten auch im Nachhinein nochmal gewonnen haben und auch ganz entscheidend, sie haben ja gesehen, dass er ganz viele Leute in seiner Crew hatte, die in den tiefsten Leveln von Impel Down gefangen waren oder einfach mal in Impel Down gearbeitet haben, so. Und deswegen, also deswegen ist das schon gerechtfertigt. Das, was der da in so kurzer Zeit geleistet hat, auch einfach die Tatsache, dass die Weltregierung sich eingestehen muss, dass sie einen in den sieben Samurai-Status geholt haben, was die Weltregierung ja eigentlich macht, um selbst einen Vorteil daraus zu ziehen und dann sich einfach eingestehen zu müssen, okay, wir wurden komplett verarscht, so. Also, weißt du, das ist dann halt einfach so krass. Und auf jeden Fall jeder Penny gerechtfertigt. Ja. Wir können ja noch mal einen Podcast machen über Kopfgelder, die noch nicht bekannt sind. Ja, ein bisschen spekulieren. Also wir haben ja schon oft, oder wir haben ja schon mal einmal sowas gemacht, ne? Ja, also, wir haben in jeder Charakteranalyse haben wir halt schon mal so ein bisschen darüber philosophiert, wie hoch das Kopfgeld des einzelnen Charakters sein könnte, beispielsweise bei Marco und so. Mhm. Und dann haben wir halt ja über die Kaiserkommandanten gesprochen, wo wir auch immer gesagt haben, was wir glauben, wie hoch das Kopfgeld da ist. Also ja, das stimmt. Ist da auf jeden Fall so. Ja, das stimmt. Aber der Punkt. Aber auf jeden Fall kann man kann schon nochmal über Kopfgelder sprechen, die quasi noch unbekannt sind. Und ja. Das nochmal ein bisschen. Finde ich auch noch spannend. Also wenn ihr das wollt, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, dann wird das auch noch irgendwann kommen demnächst. Ja, das sind jetzt, also das sind die 20 höchsten Kopfgelder ganz von Peace, ja. Wie gesagt, nur mit Tamago der kleine Dreh am Anfang, aber ja, ansonsten, das ist halt Fakt, Leute. Das sind die Kopfgelder, die wir haben. Und für alle, die jetzt ein bisschen enttäuscht sind, die vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind und sich jetzt fragen, ja, wie Shanks ist, der ist höchstwahrscheinlich und Kaido, die werden auch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit da drin sein in der Liste. Aber wir wollen uns halt hier auf Fakten heute ein bisschen beruhen und deswegen haben wir das so gemacht. Hast du noch aber was zu sagen? Krass, dass man weiß. Ja, also vielleicht ganz kurz nur, es ist halt krass, dass man weiß, dass die Top 10 überhaupt nicht so bleibt, wie sie jetzt ist, weil Big Mom, Kaido, Shanks, Dragon, Marco, Mihawk und so, die werden alle in dieser Top 10 dann drinne sein, früher oder später, aber jetzt aktuell ist es halt so der aktuellste Referenzwert, den man hat und deswegen, ja, sind das so die abschließenden Worte, die das Ganze beschreiben können. Ja, genau. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer dass, ja, vielen Dank fürs Zuhören und hat mir mal wieder Spaß gemacht und wieder über eine Stunde geredet so und ja, ich hätte gedacht, es geht schneller, aber ja, wir sind halt wieder in Sunisha abgedriftet und sonstiges, deswegen, ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, was sollen sie schreiben? Was sollen sie schreiben, wenn ihr es hier gehört habt? Hashtag Felix Baumgartner. Oh ja, das ist nice. Hashtag Felix Baumgartner. Und ansonsten, ja. Vor allen Dingen stell mir vor, einer klickt so auf die Videos, kennst du das auch? Also ich mach das manchmal auch, wenn ich auf Videos klicke, wo ich mir ein bisschen unsicher bin, dann gucke ich erst in die Kommentare, ob da sowas steht, was mir irgendwie schon Aufschluss darum gibt, ob jetzt die Zeit verschwendet sein wird, die ich da investiere, das Video zu gucken oder nicht. Stell dir mal vor, da guckt einer so One Piece Podcast das erste Mal, guckt in die Kommentare und überall Felix Baumgartner. Ja, dann weißt du auf jeden Fall, das ist so. Auf jeden Fall nicht schlecht investiert, die Zeit. Wenn du das liest, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, muss aber mal sein, Leute. So. Felix Baumgartner. Ansonsten sind wir jetzt raus und sorry, ich glaube, letzte Woche kam keiner, ne? Oder haben wir ein bisschen längere Pause gehabt, ne? Für alle, die sich noch interessiert. Ja, genau. Etwas über eine Woche. Genau, ja. Wie gesagt, ich war nicht im Haus, das wissen auch die Leute, die mich verfolgen. Und ja, wir versuchen aber wieder wöchentlich was rauszuhauen. Dass wir wenigstens ein Podcast die Woche haben mit irgendeinem Thema, Charakteranalyse oder sonstige Themen. Deswegen, ja, für alle nochmal kleine Info am Ende. Ich bin damit raus, gebe die letzten Worte an MiWorks weiter und sag schon mal ciao. Ja, Leute, Kopfgelder an sich auf jeden Fall auch absolut ein interessantes Thema. Ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare unter den Hashtag schreiben, welche Kopfgelder ihr euch so für die einzelnen Charaktere aus dieser Liste wünschen würdet. Also wenn ihr euch so die aktuelle Top 20 anschaut, was ihr euch so wünscht, wie die Kopfgelder in Zukunft bei den Charakteren aussehen, das wird uns auf jeden Fall auch nochmal interessieren.
Und ja, mit diesen Worten beende ich die 17. Ausgabe des Podcasts. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut, besser okay, ist nice. Das auch. Also es ist die 17. Ausgabe und diese wird jetzt hier mit meinen Worten beendet. Und ich sage ciao und tschüss.